Ist dir auch warm? Hast du auch Probleme, dass dein Make-up nicht hält? Sind die heißen Tage für dich das Schlimmste, was deinem Make-up und dir passieren kann? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hatten in Berlin bis jetzt wirklich Glück mit dem Wetter, dass es noch nicht so heiß war, aber wir haben tatsächlich letzte Woche die 34 Grad-Marke geknackt und I can't. Selbst ich als sizilianische Maus kriegt das mir zu viel. Vor allen Dingen, wenn ich Make-up tragen möchte. Und ich habe mir überlegt, ich zeige euch einfach ein paar Produkte, die mir gerade helfen, so ein bisschen über den Sommer zu kommen, damit ich aber trotzdem Full-Face-Make-up im Gesicht haben kann. Und ich dachte mir, das könnte vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein, der trotzdem gerne Make-up tragen möchte, aber auch Full-Face-Make-up tragen möchte. Freunde, ihr seht, ich sehe aus wie... Ich bin fix und fertig. Eine Woche noch. I just can't. Aber Freunde, wir fangen gleich an. Bevor es losgeht, darf ich euch kurz was erklären. Und zwar hat Asam aktuell ab heute die Asam Beauty Week. Das heißt, es gibt mit meinem Code jeden Tag eine andere Reihe zu 20% Rabatt. Das Ganze gilt vom 10.8. bis 16.8. Und ihr bekommt mit dem Code MAXIM-20 20% auf folgende Produkte. Montag geht es los auf das Aqua Intense Set, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Dienstag geht es um das Koffein Thickening Set, das ist eine Haarpflegereihe. Mittwochs haben wir 20% auf das Self-Tanning Set. Donnerstag geht es um das Perfect Eye und Magic Finish Set. Genauso wie am Freitag, da geht es nämlich auch um das Magic Finish Set. Da sind dann natürlich auch das Magic Finish und diesen wunderschönen Blush, den es von Asam gibt und die Mascara mit dabei. Und Samstag gibt es 20% auf die Clear Skin Reihe bzw. die Better Skin Reihe. Und am Sonntag gibt es nochmal 20% auf alles, was vorher war. Ich setze euch den Link unten rein. Denkt dran, jeden Tag gibt es ein anderes Angebot. Der Code bleibt aber der gleiche. Richtig cool, um einfach nochmal die ganze Woche ein bisschen Geld bei Asam zu sparen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir die Aqua Intense Reihe wiederhole, weil die ist jetzt so für, wenn der Sommer dann endlich vorbei ist, eine sehr, sehr gute Sache, um die Haut einfach nochmal richtig schön mit Feuchtigkeit zu versorgen. Apropos Feuchtigkeitsversorgung, Freunde, wir fangen an. Ich habe hier eine Kiste vorbereitet mit Make-up, die hier eigentlich auch schon lag. So ein, zwei Produkte habe ich jetzt noch mit dazu genommen, dass das Ganze wirklich auch ein Full-Face ist, weil im Moment bin ich wirklich so... Also meine Haut macht gerade echt Faxen, liegt aber einfach an verschiedenen Produkten, die ich gerade teste für einen Langzeittest. Obviously ist das nicht das, was meine Haut möchte, weil das ist mittlerweile wirklich der schlechteste Punkt, an dem meine Haut gerade ist. Ich weiß, dass ich jetzt erstmal wieder umstellen muss auf meine Favoritenprodukte. Ich möchte als erstes mit ein bisschen Feuchtigkeit anfangen. Und zwar habe ich hier von Domini Cosmetics ein Spray. Ihr könnt natürlich eine Feuchtigkeitscreme nehmen. Ich möchte aber so wenig, ganz viele Gänsefüßchen-Produkte wie wenig in meinem Gesicht haben, die Schichten aufbauen. Ich möchte nämlich so wenig Produkt, das geht, im Gesicht haben, aber trotzdem den meisten Effekt haben. Und ich finde, so feuchtigkeitsspendende Sprays sind immer ganz gut, so als ersten Schritt, um die Hautoberfläche so ein bisschen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Was ganz wichtig ist, ist Sonnenschutz. Und ich weiß, das hört ihr mittlerweile überall. Ist auch ehrlich gesagt nichts Neues, weil den Sonnenschutz gibt es nicht erst seit 2019. Aber Sonnenschutz ist im Moment echt wichtig. Der UV-Index, falls ihr ein iPhone habt, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, könnt ihr sogar sehen, wie hoch der UV-Index ist und der ist im Moment wirklich hoch und das muss einfach nicht sein. Ich benutze hier von Misha die Sun Milk. Ich komme mit der ganz gut zurecht. Ich habe nur ein Problem bei Sonnencremes. Mein Make-up hält da nicht so lange. Ich muss öfter mit Puder nacharbeiten. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich bin ja eh meistens zu Hause und kann mein Make-up die ganze Zeit nachkorrigieren. Deswegen finde ich so ein Beauty-YouTuber auch nicht immer die besten Leute, um euch zu sagen, okay, das Make-up hält jetzt wirklich lange, wenn wir im Moment eh viel zu Hause sind. Aber mit der Essence Sun Milk von Misha komme ich ganz gut zurecht. Ich habe jetzt auch nur ein bisschen drauf gemacht, benutzt wirklich viel Sonnencreme. Es gibt auch von Garnier das Sensitive Expert Gesichtsspray mit Lichtschutzfaktor 50. Das ist wirklich, wirklich gut, um auch mal zwischendurch nochmal oben rüber übers Make-up zu gehen. Es hinterlässt ein Glowy Finish, also falls ihr matt gerne sein wollt, ist das vielleicht nichts ohne Puder. Aber ihr schützt euch und appliziert auch bitte unbedingt euren Sonnenschutz immer mit nach. Ich habe kein Primer für dieses Video genommen, weil ich habe ja jetzt schon wirklich viel Produkt im Gesicht. Ich habe das Spray, wir können gerne nochmal mit diesem
Feuchtigkeitsspray einmal rübergehen. Die Haut hat jetzt schon genug. Also ich probiere bei diesem heißen Wetter, und ihr könnt gerne in die Kommentare einmal schreiben, was ihr bei wirklich 30, 35, fast 40 Grad an Make-up tragt, wenn ihr Make-up tragt. Oder schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt Make-up tragt. Ich muss Make-up tragen, weil sonst fühle ich mich nicht. Das ist wie, als würde der Bäcker nicht mit Mehl arbeiten. So fühlt sich das für mich ein bisschen an. Auf jeden Fall, die Haut ist extrem mit Feuchtigkeit versorgt. Ich möchte jetzt aber ein bisschen Farbe aufgeben. Und da habe ich neulich von Dior die Forever Summer Skin geschickt bekommen. In der Farbe Fair Light, ist ein bisschen hell, gibt es glaube ich in ein paar verschiedenen Farben. Das ist in so einer Plastikverpackung, sehr, sehr leicht, perfekt, um das schnell in den Urlaub mitzunehmen. Das ist ein 24 Stunden Healthy Glow Fresh Tint, und das ist ganz spannend, denn er ist wirklich extrem flüssig. Er hat aber eine sehr, sehr gute Deckkraft. Ich verteile mir das erstmal auf der einen Gesichtshälfte. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber das ist so ganz leicht auf der Haut. Das ist halt einfach wie Wasser im Gesicht. Wenn das dann antrocknet, beziehungsweise ihr gesettet habt, dann ist das wie, kennt ihr diese Lip Tints, die eure Lippen so ein bisschen einfärben? Ich habe das Gefühl, das passiert bei dieser Foundation auch. Also nicht, dass sie die Haut einfärbt, aber die bleibt da. Ich fühle mich, wenn ich die aufgetragen habe, ich gucke dann immer noch mal hin und denke so, hä, habe ich mir überhaupt was ins Gesicht gegeben? Weil ich erkenne halt nicht, dass ich irgendwas im Gesicht habe. Also es ist schon eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Aber dadurch, dass die Textur so extrem leicht und langanhaltend ist, also sie hält halt wirklich lange, ohne dass es komisch aussieht. Ich nehme noch mal ein bisschen und baue mir das Ganze auf. Das kann man damit übrigens auch wirklich schön machen. Also ihr seht, es trocknet dann an, und dann gehe ich einfach noch mal mit einer zweiten Schicht rüber und baue mir das Produkt noch so ein bisschen auf, da wo ich ein bisschen mehr Deckkraft haben will, vor allen Dingen hier um meine Augen herum. Sehr, sehr weich gezeichnet, schön glowy, aber wenn sie gleich antrocknet, nicht so rutschig glowy. Also es ist ganz verrückt, diese Foundation. Ich bin ein riesengroßer Fan davon. Ich mische mir die gerne auch in eine andere Foundation, wenn ich die so ein bisschen leichter haben möchte, weil sie halt sehr, sehr flüssig ist und wie wirklich so eine zweite Haut. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte, die ich finde, einmal unten in der Infobox. Ich glaube, das einzige Produkt, was ich nicht finden werde, ist der Concealer. Was ihr machen könnt, wenn ihr unruhige Haut habt, so wie ich im Moment, ihr könnt natürlich vorher mit Color Correction arbeiten. Ein bisschen Grün auf die Rötungen, ein bisschen Orange unter die Augen. Aber dann müsst ihr halt wieder ein bisschen mehr Concealer benutzen. Ich finde, für besser bei 30 Grad ist mir das dann auch egal, ob man mein Pickelchen sieht oder meine Augenschatten. Besser, das ist ja. Hauptsache, man fühlt sich so ein bisschen wohl, und ich fühle mich auch bei 30 Grad mit Make-up sehr, sehr wohl. Normalerweise ist das für mich ja hier wirklich Full Coverage, und ich zeige euch die deckendsten Foundations auf der ganzen Welt. Not today. Der Concealer ist der von Laneige. Das ist der, steht leider nicht drauf. Der hat aber Lichtschutzfaktor 35, und der hat eine schöne Deckkraft, und den gebe ich mir hier unter die Augen. Also da möchte ich wirklich Deckkraft haben. Lichtschutzfaktor unter den Augen finde ich auch ganz besonders wichtig. Ich gucke auch, dass ich, wenn ich keinen Lichtschutzfaktor im Gesicht trage, weil ich davon meistens Pickelchen bekomme, zumindest von dem, den ich neulich getestet habe, dass ich wenigstens Lichtschutzfaktor unter meinen Augen auftrage, weil die Haut unter den Augen einfach extrem sensibel ist. Ihr kennt das Spiel, ich lasse das Ganze kurz so ein bisschen antrocknen unter meinen Augen und blende dann hier schon mal so ein bisschen aus. Den Trick mache ich ja hier wegen meines Bartes. Und dann blende ich das Ganze hier aus. Der hat eine sehr schöne Deckkraft. Ich gucke mal, dass ich ihn finde für euch, Freunde, weil er ist wirklich, wirklich gut. Er ist in den Farben recht hell, also ich glaube, ich habe leider die dunkelste Farbe, die Nummer 23 Sand. Diese Laneige ist ja dieses Korean Asian Beauty, ist immer ein bisschen heller. Aber falls ihr hell seid, einen gut deckenden Concealer mit Lichtschutzfaktor und Feuchtigkeit spenden sucht, wow, this one's for you. So sieht mein Gesicht schon ein bisschen besser aus als vorher. Es ist halt einfach wirklich so, dass es nicht so um so viel Produkt geht. Wir setten das Ganze einmal fix. Und da habe ich hier immer von Revolution Pro das CC Perfecting Pressed Powder. Ich liebe dieses Puder. Ihr habt es neulich in dem Video gesehen. Ich gehe da einfach mit einem großen, fluffigen Pinsel rein und sette erstmal so ein bisschen unter meinen Augen. Ich finde, dafür ist es perfekt. Und dann könnt ihr damit einfach so über euer Gesicht gehen und das Ganze. Ich möchte trotzdem auch im Sommer sehr, sehr glowy im Gesicht sein. Und dafür ist dieses Puder wirklich gut, weil das sieht so ein bisschen feucht aus. Es gibt, ich weiß nicht, wo es ist, ich habe es leider nicht gefunden, von Becker, dieses Hydra Mist Puder. Wow, Freunde, ich suchte nochmal. Ich habe es gefunden, das ist das Becker Hydra Mist Puder. Ich hatte damals, als es rauskam, ein ganzes Video zugemacht. Das ist schon wirklich lange her. Das ist, also falls ihr das nicht kennt, mittlerweile sollten es eigentlich fast alle kennen, das ist ein ganz, ganz feines Puder. Wenn ihr das auf eure Haut gebt, fühlt sich das an, als wäre
das Puder nass. Also da ist, ich glaube, das hat einen ganz hohen Wasseranteil. Und schaut euch mal diesen Effekt an. Ich mache es jetzt erstmal nur auf dieser Seite. Ihr seht sofort total weich gezeichnet aus und es erfrischt so. Und da ist so viel Feuchtigkeit in diesem Puder, dass es wirklich, man kann es nicht erklären, man muss es ausprobieren. Ich setze euch das mal in die Infobox. Ein ganz fantastisches Puder für, wenn es wirklich heiß ist. Wenn ihr da mit einem Schwamm reingeht, ist es noch krasser, weil der Schwamm ja auch noch so ein bisschen nass ist. Aber es ist einfach auch so ein Ding, wo ich sage, es macht Spaß, dieses Puder zu benutzen. Und das ganze Gewicht ist weich gezeichnet. I wish. Und das ganze Gesicht ist einmal weich gezeichnet. Ihr könnt natürlich dann einfach nochmal mit einem gepressten Puder rübergehen. Was ich euch da aus der Drogerie empfehlen kann, ist das L'Oreal Infallible Puder. Das ist das 24-Hour Matt Puder. Das hält 24 Stunden matt. Man braucht wirklich wenig. Ich gehe dann da einfach nochmal im Anschluss so ein bisschen rüber. Und es gibt nochmal so ein kleines bisschen Deckkraft und es mattiert zusätzlich noch. Nehmen wir natürlich gleich weg, diesen Matt-Effekt. Wir blushen aber einmal ein bisschen und ich liebe es im Sommer, wenn das Ganze sehr, sehr glowy ist. Aber trotzdem, also es soll nur glowy aussehen, wisst ihr, was ich meine? Und es soll nicht so wegrutschen, weil dafür muss ich einfach nur vor die Tür gehen. Deswegen habe ich hier von Natasha Denona diesen Blush. Das ist so ein Mono-Blush in der Farbe Mini Bloom oder Bloom. Das ist ein Highlighting-Blush. Er ist sehr, sehr Highlighting. Ich gehe da mit einem fluffigen Pinsel rein. Hier ist schon sogar ein bisschen dran. Ich habe ihn gestern nämlich wieder benutzt. Er ist recht pink und er hat diesen perfekten Natasha Denona Glow. Das ist, wenn man nein, kein Natasha Denona Produkt benutzt hat, ist es schwierig, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Die hat eine ganz bestimmte Textur, diese Produkte von ihr. Diese Highlighter sind ganz, ganz besonders. Sehr günstig für Natasha Denona. Kostet, glaube ich, 18 Euro und der wird euch ewig halten. Also ich habe den jetzt schon eine ganze Weile. Da sind 4 Gramm drin. Ist eine okaye Menge für 18 Euro für Natasha Denona. Und ihr braucht ja nicht viel. Also ihr geht ja immer nur so ganz leicht rein und dann setzt ihr euch das hier hin und habt einen sehr, sehr extrem Glow. Also das ist schon fast zu viel. Ich nehme das Ganze hier wieder so ein bisschen weg und bronze gleich. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bronzer, wo ich sage, boah, der ist jetzt toll, der ist fantastisch, der rettet mir im Sommer die Zeit. Ich finde, so bei Bronzer ist es fast egal. Aber so bei Puder, also dieses Becker Hydra Mist ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache, um einfach so ein bisschen Spaß dabei zu haben. Deswegen nehme ich jetzt mein Gucci Puder in der Farbe 11 und das reicht schon. Also wirklich nur so ein kleiner Touch Foundation, ein bisschen mehr Concealer. Mit dem Puder habt ihr trotzdem eine Deckkraft noch bekommen. Es sieht Full Coverage aus, aber es fühlt sich in meinem Gesicht einfach nicht so an, als hätte ich was auf dem Gesicht. Ich habe euch noch ein kleines Stückchen herangeholt. Ich hatte neulich einen Look geschminkt und der war super simpel. Die Fotos seht ihr bald, glaube ich, wenn ich sie veröffentlichen darf oder wenn die Marke das veröffentlicht. Aber es war ein sehr, sehr einfacher Look. Total easy. Und zwar habe ich jetzt einfach hier einen blauen Lidschatten genommen. Ich gehe jetzt hier erstmal in die Farbe Fortune. Das ist aus der BH Trendy in Tokyo Palette. Das setze ich mir hier in mein Inner Corner. Und dann in die Crease und hoch. Dann kann ich mir das Ganze aufbauen. Könnt dann dadurch das so ein bisschen in die Crease rein verblenden und das ist einfach was ganz anderes. Das ist nicht dieses, ich brauche jetzt hier eine Stunde, um 20 Lidschatten zu verblenden. Ich finde, wenn es sehr, sehr heiß ist, dann ölt schnell ein Lid hier vorne, da ölt nichts, Freunde. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Deswegen ein Pop of Color in die Inner Corner. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel in die Farbe Lively rein. Die ist recht soft. Ich nehme jetzt hier nochmal ein anderes Blau und Schimmer, setze mir das hier mit drauf und habe dann wirklich einen schönen Schimmereffekt. Für meine Lippen habe ich sehr günstig, ist gerade sogar bei Sephora reduziert. Das sind diese Fenty Slip Shine, Schlick, 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 Bip, irgendwie, wie heißen die denn? Gott, ich brauche eine Brille. Slip Shine Sheer Shiny Lipstick. Toll. Die sind sehr, sehr zart. Ich habe den jetzt hier in der Farbe, Gott, ich werde alt, Glazed. Und die geben mir so einen Touch an Farbe und so ein bisschen Shine und so ein bisschen Pflege. Super leicht, super klein, kann man in die Handtasche werfen. Und die kosten, glaube ich, gerade nur 9 Euro oder so. Fenty-Lippenstifte für 9 Euro. Ich setze euch das in die Infobox. Als Mascara nehme ich eine wasserfeste aus der Drogerie. Die ist super gut für das, was sie kostet. Das ist die Volume Wonder Waterproof von Reval The Loop oder Reval Loves Me. Schönes Bürstchen, einfach hier nur so ein bisschen durch. Ich finde, bei dem Wetter brauche ich unbedingt eine wasserfeste Mascara. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich weine. Happening a lot lately. Sondern es ist warm, die Feuchtigkeiten und stempelt das hier so
Obenab, seitdem ich dieses Rizinusöl benutze, was ich euch neulich in meiner Instagram-Story gezeigt habe, hören meine Wimpern nicht auf zu wachsen, was für mich ein recht unbekanntes Gefühl ist. Und die stoßen dann hier oben immer so ran. Zum Abschluss noch ein bisschen von dem Dominique Cosmetics Spray. Einfach für so einen leichten Touch of Water auf meiner Haut. Und Freunde, das ist mein Sommerlook. Perfekte Softheit für heiße Tage. Es hält. Ihr könnt immer so ein bisschen mit dem Puder dann so hier ein bisschen nachpudern und das baut sich nicht so auf. Einfach nochmal, packt euch am besten in eure Handtasche das Garnier Spray zum Nachapplizieren, ein Puder und ein Spray. Und dann sieht das Ganze nicht so trocken und pudrig aus, sondern immer schön frisch. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten und zu diesem Make-up-Look sagt. Denkt unbedingt an die Asam Beauty Shopping Week. 20% jeden Tag auf eine andere Produktreihe. Ist natürlich alles unten in die Infobox. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart bei diesem Video und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Passt auf euch auf!